Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 276. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um das Thema Libellenlarven in Wasserpflanzen aus Importen. Und dafür habe ich einen Spezialisten am Telefon, nämlich den Stefan Hetz. Hallo Stefan, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hallo Lukas, ja, mir geht den Umständen entsprechend gut. Langsam kriegt man ein bisschen so einen Koller mit dem zweiten Lockdown, aber so ein bisschen stressig auch, viel zu arbeiten. Aber es ist okay. Und was schön ist, ich habe ja neben mir direkt meine Anlage stehen. Das wissen ja Leute schon, die sich mehrfach schon den Podcast angehört haben. Und da gibt es momentan jede Menge Nachzuchten aus der Gattung Opisthogramma. Aber darum geht es ja heute gar nicht. Nee, aber darüber sprechen wir bestimmt mal in einer anderen Folge. Heute geht es ja speziell mal um die Libellenlarven im Aquarium. Was sind denn genau Libellenlarven? Ja, Libellenlarven. Also Larven ist ja klar. Larve hat immer was mit einem Jugendstadium zu tun. Und Libellen sind Insekten, also sind es im Prinzip Insektenlarven. Die leben im Wasser. Wer schon mal Libellen am Gartendeich gesehen hat, weiß auch, wie Libellen aussehen, wenn sie erwachsen sind. Da fliegen sie, haben vier Flügel, die können sie nach hinten auf dem Rücken zusammenlegen oder seitlich abspreizen. Es gibt Großlibellen, Kleinlibellen. Und was bei den Libellen immer auffällt, sind die riesengroßen Augen. Und diese riesengroßen Augen, die haben besondere Fähigkeiten. Also da können die unglaublich gut mitsehen und können auch unglaublich schnell mitsehen. Und das brauchen sie auch, weil sie nämlich auch fliegende Insekten mitverfolgen. Also die ernähren sich von lebenden Tieren, die da rumfliegen. Ja, und die Larven davon, die werden ins Wasser abgelegt, witzigerweise. Also da haben wir so, ja, innerhalb der Insekten so eine bestimmte Muster, dass die Larven meistens einen anderen Lebensraum besiedeln als die Erwachsenen. Und die Larven, die Libellenlarven, die sind halt dann im Wasser. Und woher kommen die ins Wasser? Also beziehungsweise wir reden ja jetzt davon, dass Libellenlarven plötzlich im Aquarium sind. Wie erkenne ich die und woher kommen die her? Ja, das ist etwas komplex, also auch etwas kompliziert. Man muss dazu wissen, dass auch die einheimischen Libellen und natürlich auch viele tropische Libellen, und es sind meistens ja tatsächlich tropische Libellenlarven, also Libellenlarven, die ursprünglich nicht bei uns vorkommen. Ich hatte auch mal von einer Aquarianerin mehrere bekommen und habe die auch schlüpfen lassen. Und die konnte man keine Art irgendwie zuordnen von den Einheimischen. Da kannte ich mich ein bisschen aus mit den Einheimischen. Ein Kollege bei mir beim ZZF, der kennt sich noch viel besser aus. Aber ich hatte früher auch im Studium immer Studenten betreut, wenn die so Exkursionen an Teiche gemacht haben. Da lernt man halt diese Libellen kennen. Ja, aber zurück dazu, wie sie letzten Endes ins Aquarium kommen. Wenn Libellen erwachsen sind und sich begattet haben, dann legen die Eier. Und diese Eier, die werden teilweise unter Wasser in Pflanzenstängel reingelegt. Ja, das werdet ihr schon mitkriegen, Pflanzenstängel. Und manche werden auch in Holz oder sowas reingelegt. Manche außerhalb des Wassers, die dann einfach reinfallen. Aber die in die Unterwasserpflanzen reingelegt werden, da haben die Weibchen so eine Legebohre. Das sind wahrscheinlich die Arten, die zu uns kommen. Und wenn ich jetzt eine Libellenlarve in meinem Aquarium habe, wie erkenne ich die? Sieht die speziell aus, dass ich sagen kann, ja, das ist eine Libellenlarve? Ja, man kann sie mit ein paar anderen wasserlebenden Larven von Steinfliegen, von Eintagsfliegen und so, kann man sie im ersten Moment vielleicht, wenn man sich noch nicht so auskennt, kann man sie vielleicht ein bisschen verwechseln, aber Libellenlarven sehen eigentlich relativ typisch aus. Die sind meistens langgestreckt, haben wie alle Insekten sechs Beine und man sieht auch, gerade wenn Libellenlarven schon etwas größer sind, so die Stelle am Vorderkörper, Thorax heißt es bei den Insekten, wo sie Flügel bekommen und der Hinterleib, also das Abdomen, das ist relativ langgestreckt. Und da gibt es jetzt zwei Unterschiede. Da gibt es Kleinlibellenlarven, die haben am Ende des Abdomens, also am Ende des Hinterleibs, drei so federförmige Kiemen. Und die Großlibellenlarven, die sind meistens etwas gedrungener, sind auch nicht so gefärbt, denen fehlt es. Die atmen, indem sie einfach Wasser in den Darm aspirieren und wieder nach außen geben. Also das ist eine verrückte Sache. In der Atmung unterscheiden sie sich. Aber was sie alle beide gemeinsam haben, und da kann man sie eigentlich ganz gut dran erkennen, ist die sogenannte Fangmaske vorne am Kopf.
Und diese Fangmaske, ja, die hat ganz spezielle Fähigkeiten. Es ist ein ziemlich verrücktes Gebilde, wenn man das mal sieht, wie die funktioniert. Das ist wirklich toll. Die kann schnell vorschnellen. Und dann sind auch zwei so Greifer dran, im Prinzip zwei so Zangen, mit der die Beute gepackt wird. Also Libellen sind die Larven, zumindest Lauerjäger. Die Erwachsenen sind aktive Jäger. Die lauern dann, und wenn irgendwo so ein kleines Tier kommt, die ernähren sich natürlich nur von tierischen Sachen, dann greift die schnell zu und dann wird so ein Verdauungssekret injiziert und ist quasi auch ausgesaugt oder auch manchmal richtig durchgekaut, je nachdem. Okay, das ist ja mal interessant und auch erschreckend. wo halten die sich denn im Aquarium auf? Also wo kann ich die dann entdecken, falls ich welche in meinem Aquarium oder speziell mal suchen möchte, ob ich welche habe? Ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, das sind Lauerjäger, und erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass wenn die mit Pflanzen importiert sind, dann sind die am Anfang sehr klein. Und weil sie Lauerjäger sind, haben sie auch meistens eine Tarnfarbe. Das heißt, sie haben im Prinzip die gleiche Farbe wie die Pflanzen, in die sie ursprünglich abgelegt worden sind, und liegen relativ eng auf diesen Pflanzen obendrauf. Also bewegen sich auch fast überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass jeder Aquarianer schon mal Libellenlarven im Aquarium hatte, aber es ist durchaus so, dass manchmal gehäuft solche Tiere auftreten. Und du sagtest jetzt, das sind Jäger und die fressen halt kleine andere Lebewesen im Aquarium. Heißt, sie sind im Aquarium gefährlich oder kann man die einfach im Aquarium drin lassen? Na, gefährlich ist natürlich relativ. Also wenn man große Fische drin hat, dann wird wahrscheinlich die Libelle tunlichst vermeiden, sich zu bewegen, weil sie dann relativ schnell selber Futtertier ist. Aber wenn so kleine Sachen drin sind, wenn man zum Beispiel Wasserflöhe füttert oder wenn man weiße Mückenlarven oder rote Mückenlarven füttert, dann kann man eigentlich sehr gut beobachten, wie die dann so langsam dahin marschieren, wenn da so rote Mückenlarven vielleicht noch am Boden sind und die fressen. Und es ist durchaus möglich, dass, wenn man zum Beispiel Garnelen hält, dass ganz kleine Garnelen entsprechend auch gefressen werden. Aber größeren Tieren tun die eigentlich nichts, und die Tiere müssen selber auch vergleichsweise langsam sein, weil sie Lauerjäger sind. Also wenn dann so ein Fisch vorbeischwimmt und gleich wieder weiter ist, bis die Libelle sich da ausgerichtet hat oder so, das dauert schon etwas. Wenn ich jetzt so eine Libellenlarve in meinem Aquarium finde, was mache ich mit der? Entsorge ich die oder was mache ich damit? Ja, entsorgen sollte man sie nicht. Ich bin ja immer, mein einmal Forscher, immer Forscher, also seit der Kindheit neugierig geblieben. Ich finde es eigentlich faszinierend, wenn Libellen im Aquarium drin sind. Es gibt durchaus Leute, die sich mit Libellen beschäftigen, die auch, ja, wüsste ich jetzt gar nicht, wo es die gibt, aber da war mal vor Jahren auch ein Aufruf oder ein Artikel in einer Aquarianer-Zeitschrift. Ich versuche das nochmal rauszukriegen, das weiß ich jetzt nicht ad hoc, in welcher das war. Und haben die auch schon gesagt, also wenn jemand da Libellen findet oder sowas, dann einfach mal an ihn schicken. Also man kann sie schlüpfen lassen, das hatte ich auch schon gemacht. Die fliegen halt dann im Zimmer rum, die leben auch nicht allzu lange. Auch bei uns, die Libellen, die leben zum Teil gar nicht lange. Manche leben aber auch vergleichsweise lang. Bei den Tropischen war das so bei mir, die waren halt dann nach 2 oder 3 Wochen, waren die dann tot. Die flogen rum und saßen aber auch unter der Abdeckung, im Prinzip knapp über dem Wasser, also die haben sich auch nicht weiter vermehrt oder so. Und ich habe damals Killifische gehabt, und da habe ich relativ viel Drosophila, also so kleine Essigfliegen, gefüttert, und wahrscheinlich haben sie sich von denen mit ernährt. Ja, es sind ja nicht alle Libellen so groß wie unsere einheimischen Großlibellen, und es waren halt wirklich nur kleine Tiere, relativ unspektakulär gefärbt, aber war natürlich nett, die zu beobachten. Und auch die Larven fand ich eigentlich total super. Die hatte ich immer mit ein bisschen Tubifex oder einer roten Mückenlarve gefüttert. Also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Man lässt sie halt einfach in einem kleinen Gefäß, ein, zwei Wasserpflanzenstängel mit rein. Das muss nicht besonders groß sein. Da gibt es auch noch keine Richtlinien, wie groß diese Gefäße für Libellenlarven sein müssen. Und dann packt man noch so einen Stock rein, dass sie da, wenn sie sich umwandeln, dass sie da rauskrabbeln können, weil dann müssen sie ja quasi vom Wasserleben aufs Landleben übergehen. Und dann, ja, dann hat man eine Libelle. Ist ja auch was Schönes. Auf jeden Fall. Ja. Und die andere Alternative ist, die auszusetzen, rauszupacken.
Naja, aussetzen ist immer so eine Geschichte. Also es ist, Libellen sind ja auch Tiere und bei uns schreibt ja auch das Tierschutzgesetz. Gut, das redet meistens von Wirbeltieren und da sind Libellen weit davon entfernt. Aber man soll natürlich grundsätzlich keine Tiere aussetzen, die nicht bei uns vorkommen. Es würde wahrscheinlich nichts passieren, wenn eine Libelle dann bei uns da rausfliegt. Die würde also keine Population gründen. Aber trotzdem, man sollte es einfach nicht machen. Man setzt ja auch keine Hunde aus, keine Katzen oder irgendwelche Heimtiere, wenn man deren überdrüssig ist. Deswegen gilt es für die Libellen genauso. Also einfach die Libellen drin lassen oder einfach mal gucken, ob es irgendwelche Aquarianer gibt oder irgendwelche Leute, die sich vor allem mit solchen Libellen beschäftigen. Und das Netz, das kann ja auch zum Teil eine relativ weise sein. Das heißt, wenn man in einschlägige Foren oder reingeht oder auf Facebook einfach mal guckt, da findet sich sicher jemand, der einen kennt, der wiederum einen kennt, der sich für Libellen interessiert. So würde es ich machen. Sehr schön. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest? Ja, ich habe relativ häufig gemerkt, dass wenn man in so im Netz unterwegs ist, dass relativ viele Leute immer sagen, ah, da ist was in meinem Aquarium. Und die zweite Frage, also die erste Frage ist, was ist das? Die zweite Frage ist, wie werde ich es los? Und ich sage da immer, wow, also wenn ich sowas kriegen würde, für mich wäre die zweite Frage eher, kann ich sowas auch haben? Also wenn man schon mal das seltene Glück hat, dass man eine Libellenlarve im Aquarium beobachten kann, die muss ja auch reingekommen sein, ne? Also mit einer Importpflanze zum Beispiel oder in einem Gewächshaus. Das heißt, die hat einen langen Weg hinter sich, die ist als Ei mal in eine Pflanze gelegt worden, ist rübergekommen, was ja auch heißt, dass die Pflanze nicht mit Insektiziden behandelt worden ist und so. Das ist ja ein Stück Natur. Die Pflanze und die Libelle, die da vielleicht mit reingekommen ist. Also wenn man schon mal das seltene Glück hat, einfach beobachten, einfach reingucken und nicht nach Hilfe rufen, wie ich die loswerden kann, einfach mal die Zeit nehmen, die Tiere zu beobachten. Das möchte ich jedem mitgeben, der sowas sieht. Aquarium ist nicht nur eine Echinodorus-Kies und zwei Guppies drin, sondern es sind auch durchaus andere interessante Tiere da drin. Das war es eigentlich schon. Das hast du sehr schön gesagt und ich hoffe, das motiviert auch einige Aquarianer, da mal ein bisschen mit aufzupassen. Stefan, vielen Dank für deine ganzen tollen Antworten. Das war wieder sehr, sehr interessant und ich freue mich, dich mal wieder hier hören zu dürfen. Ja, besten Dank. Und ich freue mich auch, wenn du dich mal wieder meldest, ne? Tschüss. Tschüss. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.myfish.org/Episode 276. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt alle gesund, danke und tschüss, euer Lukas.